zweiter Versuch. Viel zu schnell, geht wieder nicht. Hold. Die sind immer so lustig, die Entwicklerwitze. Ich finde die immer so lustig, die Entwicklerwitze. No. Responsive geht wieder nicht. Die Entwicklerwitze sind immer so lustig. Ich finde die so lustig. So. So, hier der Beweis, ich beschäftige mich noch immer seit Tagen mit dem Very Soft Motorstart. Und wie man hier sieht, der Very Soft Motorstart, der geht. Der läuft schon ganz seicht langsam an. Man muss ja das Thema dann studieren mit den lautern Softwareentwicklern. Ich habe jetzt mehrere Departments im Softwareentwicklung. Also jetzt habe ich das, den Motorregler Department, das ist eine Abteilung. Dann habe ich die Abteilung iX Airware, das ist die zweite Abteilung, Softwareentwicklung Abteilung. Und dann habe ich die dritte Softwareentwicklungsabteilung, das ist der Flight Controller. Und jetzt sind die sich alle nicht einig, die drei, ne? Wer ist jetzt, du bist schuld. Jetzt muss ich nämlich herausfinden, warum, an welchem Gerät es jetzt eigentlich liegt, dass der Very Soft Motorstart nicht, seit Jahren schon nicht funktioniert. Also wie gesagt, um einen Bugfix, man ist Jahre beschäftigt, damit man irgendwas stabil, anständig funktioniert, was man gekauft hat. Es dauert Jahre, manchmal dauert es sogar Jahrzehnte. Ich weiß nicht, ob das irgendwie manche Talkshow-Politiker verstanden haben. Es dauert Jahrzehnte teilweise. Also ich habe das jetzt studiert noch die letzten drei Tage. Also es ist jetzt nicht so der Fun-Faktor. Ich habe das ja schon seit Jahren studiere ich schon das Thema. Jetzt ist es das dritte Jahr. Man sieht mal, wie schnell die Jahre vergehen. Mit etlichen Gängen aufs Feld. Ne? Durchtesten. Mit WLAN-Verbindung, ohne WLAN-Verbindung. Und jetzt musste ich herausfinden, im Endeffekt, das ist Bugfixing, Bugreporting. Das ist ein anstrengender Beruf. Muss man genau wissen, was man tut, damit man dann der entsprechenden Stelle sagen kann, du bist schuld. Nee, der ist es nicht, du bist es. Ne? Also es hat was mit dem Flight Controller zu tun, das liegt an der Firmware der Flight Controller Software. Also nicht die iX12 Anlage, es ist nicht der Avian 120 Motorregler, weil den habe ich jetzt wirklich die letzten Tage x Male auf Factory Reset zurückgesetzt, um die Drehzahl genau zu bestimmen, weil ich habe jetzt da einen Eco Drift 840 kV Motor, ein 17 Zähne Motorritzel, ein 170 Zähne Hauptzahnrad und das sind nun mal bei 60% Throttle Curves liege ich da bei 1270-80 Umdrehungen. Ist so, ne? Und das will man natürlich haben. Also das
irgendwas muss, die Drehzahl muss ja schon mal stimmen am Anfang. Also wenn man sich auf die Drehzahl nicht verlassen kann, weil die mal so ist, das ist ja doof, das Thema. Deswegen musste ich hier noch die das weitere Thema studieren, das ja minus 95 hier steht und nicht minus 100. Also da steht minus 95. Jetzt kann man natürlich den Throttle-Stick hier runter mit Gewalt runterdrücken auf. Timer stop. Timer start. Timer stop. Auf Hold. minus Nono. 100. Timer start. Das Timer ist aber nicht so stop. günstig, wie ich festgestellt Timer habe. stop. Also es ist am besten, ich habe dann sogar mal Subtrimming gemacht. Ich glaube, ich bin dann bei minus 18. So habe ich es dann mal gelassen, nur zum Einlernen des Motorreglers, damit ich hier Timer start. Timer stop. plus 100 bis minus 100 habe. Also bei 60% habe ich genau, musste ich genau irgendwas 1270, 1280 Umdrehungen haben. Ne? Das ist also technisch so, wie es gehört. Und auf irgendwas muss man sich ja verlassen, auf die Drehzahl ganz besonders. Timer start. Timer stop. So, also Timer jetzt habe ich start. hier mit ganz leichten Timer stop. Knüppelsticken, so Timer wie es eigentlich start. gehört, Timer stop. Timer start. kann ich den Throttle-Stick Timer stop. einprogrammieren, ne? In den, über den Flight Controller in den Motorregler oder umgekehrt eigentlich, ne? Timer start. So könnte Timer man das stop. machen. Damit bricht man zumindest nicht mit Gewalt, macht man da irgendwas kaputt. Das wäre so ein Timer stop. Workaround gewesen, den ich mir ausgedacht hatte. Dann am späten Abend fiel mir der noch ein, dachte mir, das kannst du mal durchtesten. So ein Workaround, um zu sehen, geht denn das da mit dem Verisoft-Motor statt? Also das ist es auch nicht. Also die Subtrim stelle ich dann natürlich, nachdem ich den Timer start. Motorregler Didit Timer stop. Knüppelstick runter einprogrammiert habe, stelle ich den Subtrim wieder zurück. Dann stelle ich die Throttle Curve wieder zurück. So, weil das Phänomen war, dass ich immer unterschiedliche Drehzahlen auf meinem Motorhead hatte. Je nachdem, wie ich das hier einprogrammiere und je nachdem, manchmal sogar hatte ich nach einmal Kalibrieren eine ganz andere Drehzahl dann drauf. Deswegen ist man da natürlich total unsicher, ne? Also wenn man da so lange rumfrickelt und man merkt, es funktioniert nicht richtig. Es ist eigentlich ein Prozess, den macht man einmal und dann stimmt alles. Also ich lasse es jetzt so, wie es ist. Ich habe jetzt minus 95 bis plus 100. Setzen wir es nochmal hoch. Einfach nur zu Erklärungszwecken. Also minus 95 bis Timer start. plus 100, so programmiert habe ich das jetzt einprogrammiert. Knüppelstick hoch, dass da wirklich 100 steht. Und dann ddd Timer stop. so runterdrücken, dass es ganz normal ist. Also nicht runter den versuchen auf minus 100 mit Gewalt,
Auch Subtrimming hat nicht funktioniert. So habe ich jetzt, ich habe den nochmal Factory Reset gemacht, den Motorregler, nochmal den Throttle Stick eingelernt, das Kalibrieren durchgetestet von vorne bis hinten. Und wie gesagt, das ist wirklich so, wenn man das Ding im Normal Mode einprogrammiert, kalibriert, bis das rote Lämpchen dann beim Zurückspringen ins vorderste Dashboard-Menü leuchtet, einmal auf Hold und wieder auf Normal umschalten. Ne? Dann funktioniert der Motorstart einmal und beim nächsten Mal aber nicht mehr. Ne? Also das ist so bei diesem bei dieser Angelegenheit, aber ich habe jetzt drei Abteilungen: die iX Airware Softwareentwicklungsabteilung, die Avian 120 Softwareentwicklungsabteilung und den FC6250HX Softwareentwicklungsabteilung. Ne? Und es ist immer sehr anstrengend, sich mit drei unterschiedlichen Softwareentwicklungsabteilungen sich rumzudebattieren, um die mit sagen, irgendwie jetzt, nee, du bist es. Also brauchst jetzt nicht die Schuld auf die andere Abteilung schieben. Du bist der Verursacher. Ne? Also es ist definitiv der FC6250HX Flight Controller, der nicht mitspielt, der nur einmal mitspielt. Es geht nur einmal. Aber ich meine, wer macht das, jedes Mal sein Helikopter Flight Controller zu kalibrieren, damit er dann einmal einen sanften Motorstart hinbekommt. Ne? Also das ist ja wirklich nicht Sinn und Zweck der Geschichte. Also wie gesagt, 3 Jahre später, ich habe das jetzt seit 3 Jahren durchgetestet. FC6250HX noch nicht kaufen. Es ist, wie gesagt, die sind noch nicht fertig, die Entwickler. Punkt. End of story.